Ja, Entschuldigung, das Mikrofon war nicht. Der Kollege Xaver Jung hat als nächstes das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben viele Einzelbeispiele gehört. Nur Einzelbeispiele zu inzwischen 4 Anträgen, die Sie hier vorgelegt haben. Dabei lautet die Überschrift eigentlich inklusive Bildung für alle, und Sie plädieren inhaltlich auch für ein ganzheitliches Konzept. Warum also 4 verschiedene Anträge, erschließt sich mir nicht. Wenn man die vorliegenden Anträge liest, stößt man auch schnell auf weitere Widersprüche. Sie begründen die Anträge ausschließlich mit den Ausführungen auf die UN-Behindertenrechtskonvention. Als verantwortliche Politiker müssen wir aber vor allem das Kindeswohl und somit die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler im Blickfeld haben. Wir haben einen gesellschaftlichen Wandel. Die UN-Behindertenrechtskonvention ist aber nicht Auslöser dieses Umdenkens, sondern sie ist das erste Ergebnis. In der Folge ist Inklusion nicht die Umsetzung dieser Konvention, sondern die bedarfsgerechte Berücksichtigung von gesellschaftlich anerkannten Bedürfnissen. Dieser strukturelle Wandel hat in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht, die Sie in Ihrem Antrag schlichtweg nicht zur Kenntnis nehmen. Unsere Bildungseinrichtungen befinden sich gegenwärtig in einer Phase des Übergangs, wie der Bildungsbericht 2014 attestiert. In unserem Antrag zur inklusiven Bildung vor 2 Jahren haben wir bereits entsprechende Handlungsempfehlungen abgeleitet. Des Weiteren gibt es die von Ihnen geforderten verbindlichen Empfehlungen für inklusive Bildung genau unter diesem Namen als Leitlinie der KMK bereits seit 2011. Einzelbeispiele lassen sich mit den Dingen, die Sie hier in den Anträgen formuliert haben, leider nicht lösen. Denn wenn wir von der UN-Behindertenrechtskonvention ausgehend wieder dann, um zu lösen, zu einer Schwächung oder gar der Abschaffung des Gymnasiums kommt, widerspricht das jedem zielorientierten Denken. Das steht in Ihrem Antrag drin. Sie haben ihn ja 3-mal hier abgegeben, dann müssten Sie ja auch wissen, dass das drin steht. Da Sie hier die... Sie kennen Ihre Anträge nicht. Frau Hein, Sie glauben doch nicht wirklich, dass die Abschaffung des Gymnasiums zu mehr Akzeptanz für unser gemeinsames Inklusionsanliegen dient. Damit erreichen Sie doch vielmehr das Gegenteil von breiter gesellschaftlicher Akzeptanz. Im Gegenteil, das Thema wird sogar als Vehikel missbraucht, um hier schulpolitische, systempolitische Gedanken einzuführen. Ebenso der Begriff der Exklusion wird verwendet, um den Begriff, um unser Förderschulsystem auch abzuwerten. Ständig taucht der Begriff der Exklusion auf, in einer Art und Weise, wie ich das nicht teile. Unser traditionelles Förderschulsystem, da werden Kinder nicht ausgegrenzt, wie Sie formulieren, Sie haben es ja gerade wiederholt, sondern Kinder mit Beeinträchtigungen erfahren bei uns bisher in 12 differenzierten Förderschularten eine ganz besondere schulische, physiologische und besonders liebevolle Förderung. Dieses über Jahrzehnte gewachsene System kann nur schrittweise in ein noch besseres inklusives Schulsystem überführt werden. Die notwendigen Schritte sind eingeleitet. Wir befinden uns gemeinsam mit den Ländern auf dem Weg zu mehr Inklusion. Wir haben ein großes Stück des Weges vor uns noch. Und Sie haben viele Zahlen aufgezählt im Antrag. Wettbewerbe um die jeweils höchste Inklusionsquote, ohne dabei auch Qualitätsansprüchen gerecht zu werden, machen dabei keinen Sinn. Viele Bundesländer rühmen sich mit Quantität statt mit Qualität. Das schadet eher dem Kindeswohl. Die sogenannte kalte Inklusion darf nicht auf dem Rücken von Kindern und Jugendlichen ausgetragen werden. Ich möchte gern... Lassen Sie mich einige Maßnahmen nennen. Lassen Sie Ihre Redezeit nicht verstreichen. Reden Sie einfach weiter. Ja, okay. So. Ich kann nur sagen, die Anträge, die Sie hier vorgelegt haben, bieten uns keine neuen Erkenntnisse. Sie helfen uns nicht wirklich weiter. Klassenideologische Ansätze dienen dem Ziel der Inklusion nicht, sondern sie schaden eher. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Özcan Mutlu, Bündnis 90 Die Grünen.